Der ist leicht zu beschützen. Jeder Tag verläuft gleich. Er geht zur Küstenwachtstation, er geht schwimmen. Ah. Er begibt sich niemals in Gefahr. Er geht schwimmen, das hört sich doch gut an. Dann müssten wir jetzt nur noch herausfinden, wann genau er schwimmen geht. Gerüchte? Wenn Strassa nicht gerade Alchemie unterrichtet, forscht er nach einem Mittel gegen die Skooma-Sucht. Leia Wind? Ihr könnt den Grafen am Thron sprechen. Nee, das bringt mir nichts. Geht nur. Gut, es kostet jetzt wieder Gold, aber... Ihr seid aber wirklich süß. Oh, vielen Dank. Bestechen wir mal über 50. Oh, ich glaube, das hat nichts gebracht. Der alte Mann? Schade. Ich dachte, wenn wir ihn so auf Freundeslevel bestechen, dann wird er uns mehr erzählen, aber das tut er scheinbar nicht. Gut, Adamus. Dann würde ich sagen... Jetzt ist er wahrscheinlich gerade zu Frühstück, warten wir nochmal 4 Stunden bis mittags, also bis 12 Uhr. Er ist weg. Vielleicht ist er jetzt irgendwo anders hin, vielleicht ist er jetzt schwimmen oder zur Küstenwachtstation oder wohin auch immer. Jetzt ist er an so einer Halbinsel. Und hopp. 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 Ja. Oh, Reagenzien. Ich will ja irgendwann mal Alchemie trainieren. Einen wunderschönen guten Tag. Wo könnte er jetzt sein? Irgendwie hier? Wie in dem Tümpel hier oder was? Nee, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite von der Mauer scheint er zu sein. Wo zur Hölle ist er? Ja? Stadtwache, Stadtwache, euch. Nein. Okay. Außerhalb oder... Was zur Hölle macht er da? Der ist irgendwo hier. Aber hier wird er wahrscheinlich immer noch seine Rüstung anhaben. Was zur Hölle? Ah, das ist diese Küstenwachtstation. Wo er ja angeblich auch noch ist. Aber hier gibt es keinen Hintereingang und ich weiß nicht, wenn wir da einbrechen, wird er uns bestimmt erledigen. Beziehungsweise sofort angreifen, weil es ja als Einbruch gilt. Warten wir mal noch 2 Stunden. Okay, 2 Stunden später ist er wieder wo ganz anders. Also dieser Mann ist echt viel unterwegs. Wir müssten jetzt eigentlich vor allem herausfinden, um wie viel Uhr genau er schwimmen geht. Sein Leibwächter hat uns ja schon gesagt. Vielleicht kann uns der Bettler was sagen. Nur noch eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Seid ihr in letzter Zeit in die Nähe von Rosentia Galenos Haus gekommen? Stinkt fürchterlich dort, wie verfaultes Fleisch. Oh, ich glaube, da könnte ein Mord geschehen sein. Wer ist denn diese Rosentia Galenos? Jedes Mal, wenn ich an ihrem Haus vorbeikomme, höre ich seltsame Tierlaute und rieche diesen fauligen Gestank. Vielleicht pflegt sie ein krankes Tier oder so. Was immer sie auch treibt, es ist schon alles sehr seltsam. Es überrascht mich, dass eine wohlhabende Frau wie sie ihr Haus derart verkommen lässt. Krass, okay. Das hört sich für mich eher danach an, als ob irgendein Viech... sie töten würde. Er ist schwimmen. Jawohl. Okay, dann schleichen wir uns mal von einer Seite an. Nein, ich passe nicht durch den Schlitz. Probieren wir das mal aus. Scheiße, wer sieht mich hier? So. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß nicht, die Quest sagt mir nichts.
Was ist los? Kacke. Wo ist mein Pfeil? Nein, ich habe die Rose Sythis erschossen. Kennen wir uns? Also ich glaube, wir können ihn auch anders killen. Jetzt einfach so, wenn er nackt ist mit dem Dolch. Aber ich würde das sehr gerne mit der Rose von Sythis machen. Das ist einfach viel stylischer. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt, aber wie es aussieht, ist er einfach nur untergetaucht. Und wer sieht mich jetzt? Das Problem ist, wenn ich in das Wasser einen Pfeil abschieße, wird der Pfeil stark verlangsamt. Ich müsste irgendwie direkt, wenn er... Oh, scheiße. Direkt, wenn er aus dem Wasser rausgeht, müsste ich ihn abknallen am besten. Das Problem ist, ich muss dann ein Zeitfenster erwischen, kurz bevor er seine Rüstung wieder anlegt. Und gleich nachdem er aus dem Wasser draußen ist, weil so guckt nur sein Kopf raus und damit kann ich nicht viel anfangen. Oder wir machen das einfach so ganz... Scheiße. Jetzt sieht mich wieder irgendjemand, wahrscheinlich er selbst. Da muss man wieder die KI von Oblivion ein bisschen ausnutzen, weil die scheinen sich nichts daraus zu machen, wenn die sehen, wie ich den Bogen halte und einfach so durch die Gegend ziele damit. Und er guckt wahrscheinlich gerade in meine Richtung, obwohl er unter Wasser ist. Jedenfalls scheint es den Leuten in Oblivion nichts auszumachen, wenn man einfach mit so einer gezogenen Waffe rumzielt und durch die Gegend läuft. Weil irgendwie, naja... Kann ich ihn vielleicht jetzt killen? Hey. Yes! Juhu! Adamus Philida ist tot. Ich kann jetzt für meine Belohnung zur Zuflucht zurückkehren. Wenn ich aber einen Bonus möchte, muss ich noch eine weitere Aufgabe erfüllen. Philida trägt den Ring der Kaiserlichen Legion. Ich soll seinen Finger mit dem doch aufgesteckten Ring nehmen und ihm den Schreibtisch von Philidas Nachfolger bei der Kaiserlichen Legion in seinem Schreibzimmer in der Kaiserstadt legen. So, wir haben ihn erwischt. Dann nehmen wir mal Gold, Finger. Die Rose von Sythis können wir eigentlich wieder mitnehmen. Auch als Andenken. Sie kriegt einen Ehrenplatz in meinem Haus dann. Und eigentlich... können wir auch alle Schlüssel einstecken von ihm. So, ich habe den abgetrennten Finger. Zur Kaiserstadt gehen. In den Schreibtisch des Nachfolgers legen. So, dann wollen wir mal wieder unseren Eisenpfeiler ausrüsten. Und dann... wir werden den Bonus natürlich uns natürlich holen. Ach, verdammt. Der schickt mich direkt wieder... Ach nee, ich habe zwei Questmarker, okay. Aber ich möchte hier zum Gefängnis. Und wir legen den Finger natürlich rein, um uns den Bonus abholen zu können. Dann möchte ich aber noch etwas anderes checken. Und zwar bei den Statistiken. Wo auch immer... Ja, hier war das. Nach dem Kopfgeld schauen. Okay, Kopfgeld 40. Das heißt... wir haben irgendwas gemacht, wobei wir bemerkt wurden. Das ist nicht sehr gut. Das heißt, wenn wir mit einer der Wachen sprechen, werden sie uns festnehmen wollen. Hier ist das... hier geht es zu den Büros. Ah, nice. Ich dachte, ich muss schon knacken, aber ich habe den Schlüssel gehabt. Oh, scheiße. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Nein. Niemand bricht das Gesetz während mein... Verdammt. Nein. Bezahlen wir mal das Gold.
also... Und ich hoffe, dass die ganzen Schlüssel, die ich hatte... Nein, ich habe noch alle Schlüssel. Sehr gut. Und den Finger habe ich auch noch. Sehr, sehr gut. Gut, dafür habe ich 45 Gold aus dem Fenster rausgeworfen. Aber das macht mir nichts. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nicht unbedingt in der Nacht hier rein, sondern warten mal noch bis 8:30 morgens. Und vielleicht ist dann die Stadtwache da drinnen weg. Also das ist bestimmt sein Nachfolger. Vielleicht ist er dann weg und dann können wir ihm in aller Ruhe den Finger reinlegen. Aber ich würde natürlich sehr ungerne nochmal 45 Gold zahlen. Er hat uns noch nicht bemerkt. Und jetzt sind wir gerade an dem Schreibtisch, wo wir den Finger reinlegen sollen. So. Mal sehen. Das war gerade eben ganz schön crazy. Yes! Yes! Null Kopfgeld. Ha! Sehr gut. Das heißt, es hat uns niemand gesehen und er war zwar immer noch im Büro, aber wir haben ihm den Finger reingelegt, als er nicht hingeguckt hat. Bin ich froh, dass einige Leute so unaufmerksam sind. Ausgezeichnet, dann wollen wir mal zurück zur dunklen Bruderschaft und Ochiwa sagen, dass wir alles perfekt gelöst haben. Nachrichtenbürger. Ja. Oh ja, sag mir halt deine Nachrichten. Gibt es etwas zu be... Lebt wohl. Oh Mann. Junge, wieso sagst du mir Nachrichtenbürger? Und dann gibst du mir keine Nachrichten. Du bist komisch. Komm schon, spring rüber. So, ich möchte meine Belohnung. Ochiwa ist Moment, wo bin ich hier? Ochiwa sitzt entweder immer hier oder in letzter Zeit scheint sie öfter in dem Trainingsraum zu hocken. Ich bin mal gespannt, was wir diesmal als Belohnung bekommen. Ochiwa, hier. Adamus 100 Gold. Yes. Ist tot. Ich spürte, 500 wie Gold. Herz mit der Liebe der Mutter der Nacht anschwoll, als dieses Schwein, dieser Sympathisant des Kaisers, sein Leben aushauchte. Ihr habt der dunklen Bruderschaft einen großen Dienst erwiesen, Meuchelmörder. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Es ist euch auch gelungen, den abgeschnittenen Finger von Philidar als Warnung an seinen Nachfolger zurückzulassen? Gute Arbeit! Ihr habt euch euren Bonus von 500 zusätzlichen Goldstücken wahrlich verdient. Geht jetzt. Ruht euch jetzt aus. Setis weiß, dass ihr das verdient habt. Sobald ihr für einen weiteren Auftrag bereit seid, braucht ihr nur zu fragen. Ja, ja, die Ochiwa. Gute Arbeit. Die ist immer prima drauf. Ach, und irgendjemand von euch hat mich mal gefragt, Stone, warum sagst du zu dem Geld in diesem Spiel immer Goldstücke? Die heißen doch irgendwie anders. Septime oder so. Wenn ihr jetzt gerade eben Ochiwa zugehört habt, sie hat auch Goldstücke gesagt, ja? In RPGs heißen die Dinger fast immer Goldstücke, also nenne ich sie einfach auch immer Goldstücke. Selbst Ochiwa sagt zu der Einheit hier Goldstücke. Also, hier ist eure Erklärung. So, ich möchte... Ja, nehmen wir gleich mal den nächsten Auftrag an, wieso nicht? Ach, Assassine, ich muss mit euch reden. Es ist sehr dringend. Soeben wurde von einem Boten der dunklen Bruderschaft ein versiegelter Brief überbracht. Ich kenne diese Art von Päckchen. Es enthält versiegelte Befehle. Es ist an euch adressiert. Von Lucien Lachance.